Ja, sie ist wunderschön. Unsere Mutter Erde, unser blauer Planet, auf dem wir leben. Einzigartig in dem uns bekannten Universum. Bis jetzt hat man noch nichts Vergleichbares gefunden in der Möglichkeit, dass Leben existiert. Und vielleicht kommt irgendwann in der Zukunft mal der große Überraschungsmoment und wir finden eine zweite Erde. Doch solange das nicht der Fall ist, sollten wir mit dieser kleinen Kugel, und die ist klein im Gegensatz zu manch anderen Himmelskörpern im Universum, etwas pfleglich umgehen, etwas bewusster. Umweltschutz, das ist das Schlagwort. Und Umweltschutz ist nicht so für jedermann, aber jedermann kann daran teilnehmen und jedermann kann einfach etwas bewusst im Leben darauf achten, etwas ressourcenschonender mit seiner Umwelt umzugehen. Und da komme ich eigentlich jetzt zu dem Inhalt des heutigen Videos. Wenn man will, dass hier das, was ihr im Hintergrund seht, auch noch in 50, 60, 70 Jahren benutzt wird, nämlich ein Kinderspielplatz, ja, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass dieser Planet uns lange erhalten bleibt. Und das kann man ganz einfach machen, indem man schon im Alltag Dinge nutzt, die wir brauchen, die wir auch für viele Dinge nutzen können, aber die hergestellt werden aus recycelfähigem Material, unter anderem aus Plastikflaschen, also aus den PET-Flaschen, die ihr so kennt. Und da gibt es mittlerweile hier bei uns Firmen, die haben sich das auf die Fahne geschrieben, um einfach etwas Sorge zu tragen für den Umweltschutz, ohne dass man gleich sich auf irgendwelche Straßen setzen muss, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe heute euch Produkte aus der Firma oder von der Firma Cutter Stories mitgebracht und die schauen wir uns genauer an, denn all das, was ihr hier gerade schon sehen könnt, besteht aus einer PET-Flasche. Und das fand ich spektakulär und sensationell zugleich. Bleibt dran! So, und den letzten Schluck aus der PET-Pfandflasche. Ja, genau aus dieser PET-Pfandflasche genieße ich immer meine Brause. Und wenn ich das Ganze dann alle habe, dann bleibt sie übrig, diese Plastikflasche. Und es ist schon erstaunlich, dass genau aus diesem Teil dieses Teil entsteht. Nämlich eine Handyhülle für das iPhone 15 Pro aus dem Hause Cutter Stories. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Jetzt werdet ihr euch genauso wie ich natürlich die Frage stellen, wie funktioniert denn sowas? Wie kann man denn aus einer Plastikflasche so etwas herstellen? Ja, und das Zauberwort hier heißt Upcycling. Es wird also recycelbares PET hergestellt. Das Polyethylen in den Flaschen wird genutzt, um einen Filz herzustellen, der dann dazu Sorge trägt, dass diese Handyhüllen handgenäht von der Firma Cutter Stories euch angeboten werden können. Ist doch eine tolle Sache. Ja, und wenn man bedenkt, ihr Lieben, dass mittlerweile ja Plastikmüll eine der Hauptsorgen unseres Planeten ist, dann ist das umso wichtiger, Innovationen zu entdecken, wo wir mit den alten Plastiksachen, die wir haben, Neues entstehen lassen können. Und das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Man darf sich da keiner Illusion hingeben. Mittlerweile ist es so, dass zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll jedes Jahr in unseren Meeren landen. Nur in den Meeren. Ich rede noch nicht mal davon, dass irgendwo Plastikmüll jetzt irgendwo auf der Welt gelagert wird oder so. Alleine diese wahnsinnige Summe finden wir in unseren Meeren wieder. Und umso wichtiger ist es, dass wir endlich lernen, mit den Ressourcen, die wir produziert haben, auch anders umzugehen. Mit den Produkten, die wir produziert haben, Ressourcen sind es ja quasi auch, ja. Und ich finde deshalb das super toll, dass es mittlerweile so etwas gibt, weil das ist für mich ein Produkt, was ich im Alltag auf jeden Fall nutze. Cutter Stories. Wer oder was ist Cutter Stories? Cutter Stories ist ein relativ junges Unternehmen aus Deutschland mit Sitz in Bayern, was ein Tochter-Mutter-Unternehmen ist, so wie ich das mitbekommen habe. Und die sind unlängst an mich herangetreten und haben gesagt: Mensch, Big L, wie sieht das aus? Bist du so ein Freund des Umweltschutzes? Klar bin ich ein Freund des Umweltschutzes. Mensch, ich bin Angler und das schon seit vielen Jahrzehnten. Also von daher ist mir die Umwelt immer hier drin. Also von daher gibt es gar keine Fragen. Und naja, ihr wisst, wie das ist. Es kommt immer mal zu solchen Neuerungen und dann kann man auf die Homepage schauen. Und dann sieht man alles so und dann hat man Fragen. Und ich war eigentlich von der Idee begeistert, dass man sowas aus sowas herstellt und dachte mir, ruf dort mal an. Und das habe ich getan. Ich habe mich lange mit der Firma, also mit den Damen dort unterhalten. Und das war auch ein sehr nettes und angenehmes Gespräch. Und ich habe viel erfahren über recycelbares PET, wie das gemacht wird,
dass also auch keine zusätzlichen Stoffe mehr notwendig sind, um diesen Filz herzustellen. Denn ich war skeptisch, ob Filz, den ich industriell hergestellt bekommen habe und kenne, und recycelbarer Filz die gleichen Eigenschaften haben. Und ja, ich muss sogar sagen, das fühlt sich sogar noch besser an wie mancher rauer Filz, den man so kennt. Lasst uns mal auf die Seite von Katastory schauen, um euch einfach mal zu zeigen, was es da alles so gibt und was man da alles so entdecken kann. Denn Katastory hat nicht nur die Handyhüllen im Angebot, die haben noch viel, viel mehr. Und ihr seht hier kurz mal einen Überblick über die Seite. Das ist schon toll, was die alles anbieten aus wirklich Produkten, die nachhaltig sind, die also recycelfähig sind, beziehungsweise reine Naturprodukte. Das ist wirklich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, es geht hier nur so um Sleeves, beziehungsweise um wunderbare Hüllen für euer MacBook, für euer iPad etc. pp. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Nein, Katastory hat noch viel, viel mehr. Und das Tolle ist, ich habe natürlich auch gleich wieder für euch was rausgehandelt, nämlich mit dem Bonuscode BigL20. Spart ihr 20% auf alles, was ihr hier seht, also auf das komplette Sortiment. Und das Ganze geht noch bis zum 15.01.2024. Also ruhig mal unten die Videobeschreibung abchecken und dementsprechend sich die Sache hier mal anschauen. Ja, aber kommen wir mal zu den Sleeves. Ihr seht schon, iPad, iPhone und Mac waren hier erst im Vordergrund. Ich finde das ganz, ganz toll. Die Hüllen sind unterschiedlich farbig. Ihr habt also auch tolle schlichte, vor allen Dingen schlichte vom Design, sehr edle Farben, ja, die heute wirklich in die Zeit passen. Das gefällt mir sehr, sehr gut und ganz, ganz toll ist, dass Katastory nicht bloß Hüllen konzipiert direkt für euer Handy, sondern auch noch an diejenigen denkt, die jetzt um das Handy nochmal einen Schutz haben, also einen Backcase haben. Zeige ich euch gleich nochmal auf dem Tisch. Tolle Sache. Ihr könnt hier auf der Seite alles nachlesen zu den Rohstoffen, zu der Story, zu der Firma. Und natürlich könnt ihr jede Menge entdecken. Also ihr seht schon, hier gibt es von Rucksäcken bis hin zu Kosmetiktaschen, was ich übrigens sehr toll fand. Das hat mir sehr gut gefallen, aus verschiedenen Materialien. Checkt das einfach mal in Ruhe ab, um zu sehen, wie das Ganze hier konzipiert ist. Ob denn auch die Produkte, hier seht ihr übrigens mal Mama und Tochter, ganz, ganz nett und freundlich, und das sind sie definitiv, habe ich wirklich am Telefon auch testen können. Und ihr seht auch, dass die Rohstoffe, das könnt ihr hier nachlesen, auch zertifiziert sind. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Wir haben hier ein globales Zertifizierungsstandard-Prozedere durchlaufen müssen als Firma, die dann im Grunde genommen auch dafür garantiert, dass das recycelbare Materialien sind, die auch weltweit so mit den dementsprechenden Standards verwendet werden. Finde ich mega nice. Und ihr seht schon, alles, was hier an Ressourcen verwendet wird. Finde ich cool. Lest das ruhig mal in Ruhe nach. Nehmt euch da ein paar Minuten, denn für den Umweltschutz sollte man einfach sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ich weiß, das ist ein Thema, was nicht jeder so mag. Es wird momentan viel in den Medien über Umweltschutz diskutiert und so weiter und so fort. Ich sage immer, nicht so viel diskutieren, lieber machen. Und hier kann man anfangen mit einer Kleinigkeit, denn man sorgt dafür, dass die Dinger weniger werden und dass das draus entsteht. Und somit hat man auf jeden Fall ein Produkt, was danach noch einen sinnvollen Zweck hat und euer Handy schützt. Besser kann man es gar nicht haben. Ja, wenn wir nochmal zu den iPhones gehen, nicht bloß das iPhone 15 Pro spielt hier eine Rolle, sondern wir haben das Ganze auch bis zum iPhone 12, glaube ich, runter. Ja, ihr seht das, hier gibt es also Hüllen für jedermann in verschiedenen Farben. Und preislich ist das auch sehr attraktiv, wenn man bedenkt, dass es ein Artikel ist, der eure Zukunft ja langfristig in Masse, also wenn viele, viele, tausende Menschen das nutzen, auch erhalten bleibt. Weil es ist so unser Planet, wir haben nur den einen und wir sollten sehr pfleglich damit umgehen. So, dann wollen wir mal gucken auf den Tisch. Ich will euch die Seite jetzt ans Herz legen. Schaut da in Ruhe selber. Lasst uns mal runtergehen auf den Tisch, damit ihr das auch ganz mal aus der Nähe seht. Denn das ist wirklich sehr, sehr gutes Material. Und es fühlt sich wirklich sehr geschmeidig an. Wie gesagt, diese ganze Geschichte ist handgenäht. Also auch ein Qualitätsprodukt. Das finde ich immer spektakulär. Ich habe mich hier bewusst für das Grau entschieden. Ich habe also mit Katastory gesprochen und habe mir gewünscht, dass man mir diese Farbe zur Verfügung stellt. Und ja, an der Stelle wieder Transparenz. Die Sachen sind zur Verfügung gestellt, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Die hätte ich auch gekauft, das sage ich euch so, wie es ist.
Es ist ein wunderbares Material, wenn man bedenkt, dass es aus einer Plastikflasche kommt. Man, normalerweise sagt man sich, das kann doch jetzt nicht weich sein, das kann nicht flexibel sein. Doch, das ist es. Also ihr merkt da wirklich keinen Unterschied zu einem euch bekannten industriell hergestellten Filz. Ja, und was soll ich euch sagen? Gerade das Thema Handherstellung, das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, da steckt noch Liebe im Detail drin. Und ich habe euch mal hier das iPhone 15 mitgebracht. Ihr seht also, das passt auch ganz geschmeidig in die Hülle und bietet einen Rundumschutz. Und wenn man das fallen lässt, passiert gar nichts. Filz dämpft das im Grunde genommen ab. Euer Handy ist super geschützt. Und es geht auch ganz einfach, weil man hat hier oben das so offen gelassen, indem man, also wenn man es rausziehen möchte, indem man einfach hier zieht und schon hat man das Handy wieder in der Hand. Ja, und meine erste Frage war, wie sieht das aus? Habt ihr denn auch an diejenigen gedacht, die noch eine Hülle haben? Also wenn wir jetzt, ihr kennt das ja, viele von euch tragen ja nochmal ein Backcase, ja, um das Handy zu schützen. Wie sieht es da aus? Katastories hat da noch eine extra Hülle und die ist mir sehr angenehm, denn ich bin immer so ein Mensch, ich möchte wirklich den Rundumschutz für mein Handy haben. Und das könnt ihr mit dieser Hülle auf jeden Fall erreichen, ja. Dann habt ihr wirklich nochmal wunderbar das Ganze hier in eurer Tasche. Und für uns Männer, da wir ja gerne unser Handy so in der Gesäßtasche tragen, dient das auch noch so ein bisschen als Diebstahlschutz, wenn ihr unterwegs seid. Wenn die Hülle bei euch in der Hosentasche ist, dann kriegt man die wirklich ganz, ganz schlecht gegriffen. Das sieht natürlich so anders aus. Da kann man schnell mal das Ganze aus der Hosentasche ziehen. Ja, also ihr seht schon, wirklich eine saubere Verarbeitung, ein feines Material. Es fühlt sich gut an, es schützt euer Handy, denn ihr seht, der Filz ist auch relativ dick. Wie gesagt, recycelbares PET. Wahnsinn, was es heutzutage alles gibt. Ich finde es phänomenal und spektakulär. Kommen wir mal zu der MacBook-Geschichte und da mache ich mal so ein bisschen mehr. Eine wunderbare, elegante Tasche, einfach und schlicht gehalten. Das ist so, in verschiedenen Farben erhältlich. Also ihr könnt da voll mit den modischen Trends gehen der heutigen Zeit. Das Ganze hat hier einen Klettverschluss. Das ist, denke ich mal, das Einzige, was vielleicht nicht aus recycelbaren Materialien hergestellt ist. Ja, aber der Rest ist ebenfalls wieder das Filz. Und ihr seht schon, das passt richtig gut. Es ist eine einfache und schlichte Hülle. So soll es aber auch sein. Denn wir brauchen doch nicht unbedingt super Schnörkel, sondern wir brauchen ein Produkt, was innovativ ist, was hält, was euer MacBook schützt, was euer iPad schützt. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Und wir schnappen uns mal das MacBook. Und ich mache das einfach mal hier so rein. Ja, ihr seht das, das geht wunderbar. Das ist dann auch super schön drin. Dann klappt man das hier zu und ist ready to go, wie man so schön sagt. Ja, ihr habt auf jeden Fall eine bequeme Tragetasche, die im Grunde genommen ein guter, einfacher und schlichter Begleiter ist. Ihr seht das vielleicht jetzt mal hier in dieser Ansicht besser. Ja, es fühlt sich genauso gut an wie die Handyhüllen. Das ist also ein tolles Produkt. Mir hat das super gut gefallen. Auch hier haben wir Handarbeit und wir tun was für unsere Umwelt. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist ein schönes Video und ich freue mich auch, dieses Video machen zu können, weil Katastories hat mir etwas gezeigt, was ich selber schon sehr gerne selber erleben hätte dürfen wollen. Das klingt übrigens sehr, sehr gut. Nämlich wirklich Produkte, die ich im Alltag jeden Tag gebrauchen kann, die ich auch mit mir führe und die dann einfach mir die Möglichkeit geben, bewusst etwas für unsere Umwelt zu tun. Denn Plastik ist nicht zu unterschätzen und ich hatte es eingangs erwähnt, denkt bitte an die vielen, vielen Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr ins Meer fließen. Und wenn ihr jetzt denkt, was interessiert mich die Plastikflasche im Meer, kann ich euch sagen, wenn ihr dann irgendwann mal wieder einen leckeren Fisch auf dem Tisch habt und ihr freut euch auf den Fisch, dann habt ihr wahrscheinlich jede Menge Mikroplastik, die ihr zu euch nehmt. Und das muss ja nicht sein. Denkt auch mal bitte an die Tiere und an das Leben im Meer. Wenn wir das zerstören, dann zerstören wir unsere eigene Zukunft. Ja, wie gesagt, unterhalb des Videos gibt es nochmal die Seite zu sehen. Da schaut ruhig mal bitte nach und ihr habt die Möglichkeit bis zum 15.01.24 mit dem Rabattcode BigL-20 nochmal 20% auf jedes Produkt zu sparen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, eure Lieben mit einfachem Umweltschutz via Internet zu beglücken oder zu überraschen. Denn es kommt ja jetzt wieder die Jahreszeit zum Beschenken und beschenkt zu werden. Und von daher ist das, denke ich mal, eine tolle Idee, wenn man den Umweltschutz mittlerweile online bestellen kann. Katastories hat euch da die Möglichkeit gegeben und macht einfach davon ein bisschen Gebrauch. Schaut es euch einfach mal an.
Entdeckt mal die ganzen Produkte, die jetzt schon zur Verfügung stehen auf der Seite. Ich habe da schon einiges entdeckt, was ich mir sicherlich jetzt demnächst auch mal ordern werde, weil ich es einfach als sehr praktisch ansehe. Und von daher denke ich mal, ist das sehr innovativ. Also ihr merkt schon, dieses Video liegt mir am Herzen, denn wir haben nur einen Planeten und wir sollten sehr schonend mit ihm umgehen, damit auch weitere Generationen, nicht bloß von uns Menschen, sondern von allen Lebewesen, auch weiterhin hier leben können. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video. Bin raus, verabschiede mich, euer Big L. Macht's gut.